Hallo und herzlich willkommen zum heutigen neuen Stream hier bei eHayo. Matthias kommt etwas später. Wir haben eine Senseo-Kaffeemaschine mal zur Abwechslung. Und zwar haben wir ja da ein, ja, ich nenne es jetzt mal, eine kleine Unschönheit gehabt. Ihr habt es da rumgejammert. Ich dachte mal so, ja, eigentlich ist es ja nicht so wild und eigentlich geht das ja alles, ist alles nicht so schlimm. Aber wir haben ja hier diese Thematik mit dem blauen Isolierband gehabt. Und ich habe gesagt, eigentlich wäre es gut, wenn man eine Vago-Klemme reinmacht oder sowas. Und ich habe jetzt tatsächlich im Keller unten, im Labor, in der Werkstatt, habe ich tatsächlich so eine Vago-Feder-Dings, dreipolig, und die können wir dann hier drauf machen. Und dann ist das alles ein bisschen korrekter. Dann sind wir nicht ganz so grob alles unterwegs, wie wir sonst immer unterwegs sind. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ding abisoliert kriegen. Das war nämlich eine Herausforderung, kann ich mich erinnern. Ich hoffe, dass mir nicht tötet dabei. Aber normalerweise sollte es klappen. Jetzt hat man hier bei diesen Dingern seitlich so ein, wie weit es abisoliert werden muss, Teil drauf. 11 mm, also ungefähr genau hier, muss ich es abisolieren. Und ich glaube, mit der Rasierklinge könnte es eigentlich ganz gut funktionieren, das Ganze. Fühlt sich zumindest schon mal wahnsinnig gut an. So, oder? Perfekt. Und da machen wir es einfach direkt mit dem Seitenschneider. Und dann können wir da nämlich 11 mm, genau. Steht da nämlich richtig schön seitlich drauf. Die haben sich da echt was gedacht dabei. 11 mm abisolieren. Dann kann ich das nämlich hier einfach ans Käbelchen dran halten. So rum. Jetzt sollte man gucken, dass man dieses eine Gewebeteil da nicht mit einspannen dann. Und dann kann man schauen, dass man das hier perfekt abisoliert hat. Absolut perfekt. Schaut es euch an. Wie perfekt. Und dann packen wir jetzt da einfach das da rein. Das sind diese Federklemmen. Das heißt, wir brauchen da jetzt auch keine Ader-Endhülse und sowas. Funktioniert einfach. Zack. Und die da. Zack. Somit ist das jetzt auch technisch korrekt ausgeführt. So, wir haben hier keinen Strom drauf, wie ich gerade mit meinem Finger getestet habe. Das heißt, die Maschine ist nicht eingeschaltet. Ich packe sicherheitshalber auch die Sicherung raus. Wir geben der Maschine 5 Volt direkt übers Netzteil. Und da müssen wir uns im Prinzip den 2812er schnappen. Das müssen wir mal rein, weil den hat Matthias ja irgendwo rausgeführt. Und zwar gibt es da irgendwo da WS2812 3,3 Volt. Das wäre das Datensignal mit 3,3 Volt Pegel. Also dann packen wir uns da einen Testpin drauf. Ich habe hier zufälligen Widerstand. Da schneiden wir einfach ein Stück ab. Zack, dann haben wir unseren Testpin. So, hält wackelt, hat Luft. Dann sollten wir noch eine Ground-Verbindung uns irgendwo herholen. Und dann holen wir uns hier Masse. Zack. So, da geben wir 5 Volt drauf. Das funktioniert soweit. Und dann gehen wir hier auf 1 zu 10-fach Teil, aber dann kann ich euch da noch gleich was Cooles zeigen. Dann gehen wir da auf den Pin fürs Signal und da auf Masse. So, und jetzt können wir hier umschalten auf Lötplatz Oszilloskop. Und schon seht ihr hier wundervoll das Oszilloskop. Er fragt mich nicht, was das ist, was er da oben gerade anzeigt. Ich weiß es nicht, was er gerade glaubt, da oben anzuzeigen. Nö. Müssen wir jetzt mal schön anschauen, weil das flackert ja wie sonst was. Eigentlich sollte da, glaube ich, ein Matthias sein da oben, oder? Was bist du da für ein Teil? Matthias VD-Unlinear. Ah, okay, es ist der Matthias. Der flackert halt ein wenig. Warum auch immer. 350 Grad Außentemperatur. Nee, ist leider der Lötkolben. Ich habe leider Gottes den Lötkolben hier am angezeigt gerade und nicht den Twitch-Chat. Twitch-Chat habe ich hier gar nicht. Nee, nicht vorgesehen. Genau. Also von dem her, ja.
Also er zeigt quasi rechts oben die Lötkolbentemperatur und den grafischen Temperaturverlauf vom Lötkolben zeigt er an. So, wir haben ein wundervolles, wunderschönes Ostseebild. Ich bin schon unglaublich begeistert von diesem Ostsee. Ich werde jetzt meine Begeisterung in dem Video dann noch sehen, das bei YouTube kommen wird. Wir können hier auf den Kanal 1 drücken und dann können wir hier direkt mit Touch und allem drum und dran schon mal sagen, wir haben hier 10-fach Probe eingestellt. Dann passt da schon mal die ganzen Spannungspegel und so weiter an. Dann geben wir ihm mal Spannung drauf und dann schauen wir mal, was er macht. Und der 2812er hat schon irgendwelche Dinge initialisiert. Wir haben natürlich einen 3,3 Volt Pegel, das heißt, wir müssten da irgendwo in den Bereich gehen. Ich gebe nochmal Spannung weg und nochmal drauf. So, jetzt sehen wir das. Trigger Level schieben wir jetzt mal dahin, wo er Sinn macht. Und dann sagen wir ihm mal Single Trigger und dann schalte ihn nochmal aus und nochmal ein. Und schon haben wir hier unsere WS2812er-Signale. Und wie man gerade erkennen kann, hallo Matthias! Einen wunderschönen guten Abend, Matthias. Schön, dass du auch da bist. Hat Musst du ein ein bisschen bisschen länger gedauert. hochschieben, ja, kein Stress. Ich sehe, du erklärst schon fleißig, die Datenpakete für die LEDs. Ne, ich habe in diesem Moment das erste Datenpaket erfolgreich getriggert. Und jetzt kommst du perfekt zum Zeitpunkt, wo du es erklären kannst. Genau, was sehen wir da jetzt? Du siehst ja Nichts, weil du bei musst den reinzoomen. Daten, also. Gut, erstmal, ich muss reinzoomen. Wir haben mal das Datenblatt von den WS2812 aufgemacht. So, WS2812, das Interessante ist ja, wir sehen da Daten durchlaufen. Und an der Stelle, du hast ja nur die reine Datenleitung, du hast keinen Takt. Das heißt, woher weiß der Controller, was ist und wie funktioniert das eigentlich? So, kurz zusammengefasst, das Datenblatt sagt, komm, 256 Stufen Helligkeit auf den drei Grundfarben, 16 Millionen Farben bummelig, theoretisch möglich, damit praktisch kommen wir gleich dazu. Datentransferrate 800 Kilobit pro Sekunde. Und man würde 30 Neuauffrischungen pro Sekunde schaffen, wenn man unter 512 LEDs im Strang hat. Dann haben wir hier den Ausbau. Man sieht dann auch, wo die Pin 1 oder Ja. die Nicht-Pin-1-Markierung ist. Ach so, bei dem ist das aber PIN-1-Markierung, guck. Hä? Ja. Warum ist bei dem das? Da ist PIN-1, guck. Willkommen im Datenblatt. Ja, Ja. also ich bin gerade verwirrt, weil wie gesagt, wir haben es ja genauso eingelötet und hat sowas falsch. Ah, egal. Daten rein, also D-In, D-Out, VCC, VDD, VSS, also wer unseren Lötversuch, einen Auslötversuch gesehen hat. Interessant ist das hier. Das sind die absoluten Maximum Ratings, also das ist, ab danach ist kaputt. Und zwischen 6 bis ungefähr 7 Volt danach explodiert es. Kann ich bestätigen. Und vor allem auch in die andere Richtung. Also, wenn man es verkehrt rum einlädt und man gibt es negativ rauf, die 5 Volt, dann explodiert es auch. Ja, auch interessant, die Betriebstemperatur, also bis ungefähr plus 80 Grad, dann fallen wahrscheinlich die Bonddrähte auseinander. Das hier ist interessant. Wir haben drei Farben drin, Rot, Grün und Blau. Bedeutet aber auch, egal was wir mit dem WS2812 anstellen, wir werden niemals irgendwie ein Weiß oder Warmweiß daraus zaubern können. Das heißt, das Ding wird maximal in irgendwas Gelbliches gehen. So, Betriebsspannung. Du hast als Forward-Voltage für die blaue LED 3,2 bis 3,4 Volt. Also das erklärt schon mal, 3,3 Volt Betrieb ist nicht. Ja, schon hat nicht So. so hell. Für uns, für den Datentransfer, der interessante Part kommt hier. Und zwar das Timing für, wie sende ich eine 0 und wie sende ich eine 1. Das heißt, für die Datenbits, die Hannes da schön auf dem Oszilloskop hat, da kann er gleich mal rüber kurz wieder hinschalten. Wenn er da mal reinzoomt, wenn man zum Anfang gehst. Sonst nur Wünsche. Ja, das ist der Anfang. Ist das kein? Das ist der Anfang. So. Und da sehen wir eben halt, es gibt eine Zeit für T0H und T0 Low und T1H und T1 Low. Das heißt, fängt unser Datenpaket mit einer Zeit von 0,35 Mikrosekunden als High-Puls an, wird es wohl eine 0 werden. Wird gefolgt von einem T0 Low von 0,8 Mikrosekunden. Das könnte man Das jetzt mal könnte kurz man jetzt mal nachmessen. einfach mal in Cursor nehmen. Und zwar den, also die sind ganz draußen.
den X-Cursor, dann gehen wir mal auf das Signal hin. Ich habe im Übrigen zwei Drehknöpfe. Ich kann quasi mit einem Knopf den einen Cursor, mit dem anderen Knopf den anderen Cursor bewegen. Weißt du, wie cool das ist? Das ist immer richtig Luxus. Sonst kriegst du so, und wir haben jetzt hier ein Delta X von 345 Nanosekunden. Wenn wir jetzt ein bisschen rausschieben, dann sagen wir mal 350 Nanosekunden. Also 0,35 Mikrosekunden, würde ich jetzt mal behaupten. Jo, das heißt also, für was auch immer du dann Farbe sendest für die erste LED, das erste ist eine 0. Mhm. So, und du hast dann hinten eben halt dran die 0,8 Mikrosekunden Low. Können wir auch nochmal gleich nachmessen. Müssten das quasi 800 Nanosekunden sein hier? Ja, 900. So in etwa 900 Nanosekunden habe ich jetzt bei mir da. Ja, plus. Plus 150 Nanosekunden. Ja, okay. Das ist relativ entspannt. Das heißt, wenn nach der ersten Flanke nach 0,4 oder 0,5 Mikrosekunden das ganze Ding low ist, ist es ein 0. Mhm. Für die 1 haben wir einen High-Puls, der ist länger. Also mhm. T1 High ist 0,7 Mikrosekunden. Sprich nach der ersten Flanke. Also quasi doppelt so lang. Können wir jetzt mal reinschauen, doppelt weil ich habe da drüben was gesehen, da gibt es ja längere. Also ich habe natürlich ja, Touch, weil neulich gefragt hat, ich kann das hier auch mit Touch rüberschieben. Hier hat man jetzt einen Bereich, wo wir eine breitere Flanke haben. Schau. Und da kann jetzt natürlich auch den Cursor vermutlich mit Touch hinschieben. Ja, yep. Und da hast du dann eine Zeit von... Doch, natürlich. T1 sei 0,7 Mikrosekunden. Es ist jetzt in dem Fall aber 0,97. T1 hi, 0,85 wäre noch okay. Mhm. Hat 0,97. Wenn sie es abkönnen, ist schon mal super. Und es soll eigentlich ein T1 Low folgen von 0,6 Mikrosekunden, laut Datenblatt. Das Low ist. Und ich glaube, die hast du da 0,3. Eher nicht. Die Erfahrung ist auch, dass das, was so in den Datenblatt an Zeiten drin steht, du kannst mehr jittern, als hinten plus minus angibt. Funktioniert trotzdem. Also die Vermutung da wäre einfach, du hast die steigende Flanke und nach einem gewissen Zeitpunkt fängt er eben halt dann einmal abzutasten. Mhm. Ist es low oder nicht low? Und daraus, wenn man das denn schön losschickt, also man sieht in der entsprechenden Pulsfolge, mhm. Baut er sich die Nullen und Einsen wieder zusammen. Das heißt, holt sich daraus dann die entsprechenden Taktinformationen zurück. Muss sein. Interessant, am Ende wirst du irgendwo nochmal so ein Reset sehen oder zwischen zwei Datenpaketen. Würdest du zwei Datenpaketen dicht auf dicht senden, würdest du irgendwo ein Reset, T-Reset sehen. Das heißt also einmal 50 Mikrosekunden oder länger low. Also müsste dann, wenn dann ja, hier ganz... Dran, müsste dann quasi das letzte im Prinzip sein. Das da. Ja, das schaut aber noch gleich aus, ne? Ab dahinter. Also wenn du mehr über 50 Mikrosekunden... Ach so, quasi er macht da eh nichts Neues, dann hast du quasi automatisch, ja. Ab da setzt du dann eben halt das Ganze zurück. Warum brauchst du den Reset-Code? Ganz einfach. Das ist eine Verkettung von LEDs. Das heißt, das Ganze funktioniert so, wenn wir uns hier mal das Timing-Diagramm angucken. Die erste LED, wo die Daten reinlaufen, davon nimmt sie sich die ersten 24 Bit weg. Mhm. Wenn diese 24 Bit von der ersten LED aus dem Datenstrom rausgenommen sind, erst dann werden die Daten an die nächste LED weitergeleitet oder erst wieder rausgegeben. Das heißt, mhm. in der ersten LED verschwinden die ersten 24 Bit, dann erst geht der Datenstrom aus der ersten LED raus, die zweite LED nimmt sich wieder 24 Bit und erst dann werden die Daten 1:1 an den Ausgang durchgereicht. Und so geht es immer weiter. Und was ist T4? Das dann wenn du eine vierte LED hättest. Ja, man kann ja Tausende haben. Ja, nur wenn du nach drei LEDs aufhörst und diesen Reset-Code fährst, geht das ganze Spielchen so. Von vorne los. Da gibt es einen Reset-Code, okay, ja. Das heißt aber auch irgendwo zwischendrin immer so Daten lücken lassen, da sollte man aufpassen. Ja. Jo.
Und dann innerhalb des Bitstroms hast du hier einmal die Bitorder. Achso, das sind 24 Bit sollten das sein. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier mal reinschaue, dann müssten das hier 24 sein. Der Chat kann jetzt gerne mal zählen. Jetzt hier mal auf dem Bildschirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 mal 2 sind ungefähr, wie viel sollten es sein? 24, 48 wahrscheinlich dann, oder wie? Nee. Wie viele LEDs hast du, willst du ansteuern? 3. 60, 72. Nee, so viel sind es nicht. Was ist nett hier auf meinem Ostsee-Bild? Guck, sind nicht so viele. Nein. Na, sicher. Mescher, kann ich irgendwie zählen? Order, Count, Delay, Phasenverschiebung, Horizontal, Periode, Edges, positive Edges. 72. Ist doch alles da. Achso, ja, 36 mal 2, gell? Ungefähr. Oder wie viel habe ich gezählt gehabt? Sind genau 72 Flanken. Schön, wie er das sogar zählen kann, das Oszilloskop. Das ist doch schick. Ja. Das heißt, es sind alle Bits da. Bei diesen Ketten, das Blöde ist, wenn die erste LED anfängt, Mist zu bauen. Das heißt also, wenn die irgendwann Hau weg hat, dann fällt der gesamte Rest in der Kette aus. Beim ESP kann man diese Signalfolgen relativ einfach generieren. Da kann man ein bisschen mit den ganzen Hardware-Units tricksen. Gibt auch entsprechende Bibliotheken für den AVR. Die schlimmste Variante, die du machen kannst, ist, dass du hier einfach Delays für benutzt. Also setze Pin, Delay, Pin zurück. Da ist der Prozessor halt beschäftigt. Es gibt Methoden, dass du das Ganze eben halt auch nebenläufig machen kannst. Mhm. Eine Variante ist, das ist mir dann geschickt, du nimmst für ein Bit hier, für 0 oder 1, nimmst du eine SPI-Unit, die mit achtfachem Takt läuft. Mhm. Und treibst dann nur noch die Datenleitung. Das heißt, du treibst eine entsprechende Anzahl an Nullen oder Einsen und hast dann entsprechend auch diese Wellenform, die da rauskommt. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Wenn der so schnell läuft, der SPI, weil es ist ja schon eine ganz anständige Frequenz, was da rausgehen muss, ne? Der müsste mit 6,4 MHz laufen. Ja, eben. Also ist schon ganz schön anständig. Ach, für den AVR, aber das Basistakt. Ja, eben. Und Basistakt. Du kannst ja einen Basistakt de facto nicht rausgeben, oder? Oder geht das? Ausgeben schon, du kannst es nicht empfangen. Okay. Bei den NXP gab es nachher State Configurable Timer, die man dafür abrichten konnte. Und beim ESP gibt es dafür auch Hardware-Blöcke. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das entweder mit dem A-Unit-Timer, der I2S-Unit, also der Audio-Einheit zu machen. Also keine Ahnung, mit was es der Home Assistant macht, aber er macht es richtig, wie man sieht. So, jetzt muss ich mal schnell bei mir schauen. Jetzt gehe mal hier hin, gehe wieder auf RAN, weil ich muss jetzt mal einschalten, die Maschine. Weil da müsste er ja eigentlich, also schickt er da nur einmalig die, da ist der Drehknopf. Schickt er da nur einmalig also die Daten rüber oder was? Ja, du vermeidest eigentlich permanent Daten zu schicken. A, es ist nicht nötig. B, gerüchteweise erzeugt es hörbare Störungen im Rundfunkbereich. Ja, da kommen jetzt dauernd Daten. Also sobald ich, jetzt fadet er nämlich aus und ein, ne? Ja, das heißt, also in dem Punkt siehst du auch, wenn du auf die Daten triggerst, wenn du fadest, dass sich die entsprechenden Bits hinten verschieben oder kippen werden. Ja. Kann ich so bestätigen? Man sieht mal, wie er leicht schittert, ne? Mhm. Und da hat jetzt quasi die letzten Bits sind quasi die Helligkeit. Das heißt, jetzt pass mal auf, Matthias, ich habe jetzt hier aktuell fadet die letzte LED.
Das heißt, wenn ich jetzt die dritte LED, wenn ich jetzt die andere LED zum Faden bringe, dann müssten die Bits ganz vorne irgendwo zittern, ne? Diese Einsen, die man in der Mitte sieht, das sind quasi die blaue Power-LED. Und hinten, das ist das Faden. Und wenn ich jetzt quasi ausschalte und jetzt die rechte LED einschalte, müsste vorne irgendwo. Ah ja, cool. Da Okay. siehst du die entsprechenden Bitfolgen kippen. Ja, sehr cool. Na, man sieht sogar, eigentlich sieht man sogar, wer hochzählt und runterzählt. Kann man sogar erkennen, dass die High-Bits hochgehen, eins werden und wieder runtergehen. Ne? Sie ist richtig. Und ich sage genau die Frequenz hier. Das ist unglaublich. Das ist so Hightech. Ganz schön cool. Was man bei den Dingern nicht vergessen darf, das steht auch im Datenblatt drin, ist die Stromaufnahme. Also Low Current ist da bei den Dingern nichts. Ja, 100 Milliampere braucht man so gerade in etwa, ja. Na, du brauchst halt pro Farbe bei maximaler Helligkeit 20 mA. Also 60 bei Wobei, wir einem haben eh nur Pixel mit. 50% momentan, glaube ich, haben eingestellt. Aber ja, das ist natürlich schon, hast du gerade die Strom auf, ja, 20 mA. 60 mA, das ist schon anständig. Plus wahrscheinlich der Chip drin braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Strom, oder? Das ist eher zu vernachlässigen. Ah, okay. Das hält Ja, sich in wobei bei überschaubaren 60 mA Grenzen. kann ich alles andere echt vernachlässigen. Ich bin gerade total begeistert, wie er das hier macht. Ich meine, es gibt, Also das du hier. hast ja manchmal das Problem, dass du nicht weißt, wie viele LEDs in einer Reihe drin sitzen. Was du machen kannst, du nimmst den Datenausgang der letzten LED und führst ihn auf die Mikrocontroller retour. Du schiebst einfach so lange Nullen raus, bis du sie irgendwann wieder siehst. Dann kriegst du mit, wie viele LEDs in dem Strang drin sitzen. Von dem her würde ich sagen, vielen Dank an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Packt noch ein paar Kommentare rein. Und ansonsten, ja, eine wunderschöne Restwoche allen, die zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank an die vielen Subscriber, die wir heute zugekriegt haben. Und bis nächste Woche, Dienstag. Macht es gut. Dann. Ciao.